So, und damit ein herzliches Willkommen zur dritten Folge Train Fever. Ja, ich habe es gestern irgendwie geschafft, dass das Ganze ein Hörspiel geworden ist, und damit rechne ich mal jetzt nicht, dass sich das irgendjemand angeguckt hat. Gestern hatten wir uns die komplexe Warenkette angeguckt, der Automobile. Und ich habe jetzt auf dem zweiten Bildschirm OBS laufen. Ja, OBS, und sehe, dass die Aufnahme läuft, also sollte das alles funktionieren. Als zeige ich euch, was wir gestern gemacht haben, und dann werden wir uns um den ÖPNV in Stünsmühle und in Sauerlach kümmern. Weil wir sehen, beziehungsweise wir verstärken erstmal die Überlandbuslinien und dann um den ÖPNV kümmern wir uns. Also was haben wir gestern gemacht? Wir wollten gestern, dass hier Waren hergestellt werden. Sprich, wir sehen Automobilwerk, also Automobile. Und die haben gebraucht Stahl und Plastik. Stahl hier drüben wird beliefert von Eisenerz hier. Und Kohle haben wir hier unten. Hier wird es per LKW, also ist in der Stadt schon gut was los, wie wir auch gerne hier sehen. Ich kann dann in der Zwischenzeit mal das Spiel weiterlaufen lassen. Zoom ein wenig wieder raus, wegen dem Sound. So, und dann brauchte Kollege Autofabrik hier drüben noch Plastik. Plastik hatten wir hier oben, wird dementsprechend aus Öl gewonnen. Da habe ich mir gesagt, bevor ich da jetzt zwei LKW-Linien hocheiern lasse, lösen wir das Ganze mit dem Zug. Der Zug holt hier unten das Öl ab. Schauen hier mal kurz rein. Er hat schon 12 Öl dabei. Fährt jetzt einmal komplett hoch, um das Öl abzuliefern und Plastik mitzunehmen. Und auf dem Rückweg hält er bei der Autofabrik. Und ich habe das ganze Ding schon so ausgebaut, dass man sagen kann, im Notfall, wir setzen noch einen zweiten Zug ein oder wir trennen das Ganze und lassen zwei Züge fahren. Das würde im Notfall gehen. So, das war das eigentlich das, was wir gestern gemacht haben. Es fehlen jetzt halt noch. Haben wir die schon gemacht? Genau, wir haben schon Wartal, Staubing, nee, wir wollen Stünsmühle. Was ist denn das hier drüben eigentlich? Wie heißen die? Stünsmühle und Staubing. Stünsmühle und Staubing haben dadurch jetzt schon Warenanschluss bekommen. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir vielleicht hier oben Sauerlach ebenfalls mit an die Autoindustrie anbinden. Oder ob wir sagen hier oben, okay, wir bauen was eigenes auch für die. Weil wir könnten zum Beispiel das Plastik noch benutzen für hier. Für die Spielwarenfabrik. Da hätten wir noch Holz. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch Kies. Für alle, die eigentlich neu dazugekommen sind, wir haben den AIM-Mod 0.5 dabei. Und da finde ich persönlich die Warenketten sehr interessant. Es gibt auch relativ einfache. Da wird Kies zu Beton, Beton zu Waren. Und es gibt halt komplexe, da brauchst du halt, wie schon beschrieben, Stahl und Plastik, die dann eben entsprechend zu Autos werden. So. Aber das mit dem Waren für Sauerlach hier oben, das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Diese Folge sehen wir schon, okay, wir müssen die Überlandbuslinie Sauerlach-Sülzmühle verstärken. Da schauen wir mal rein. Wir haben leider noch keinen neuen Bus gekriegt, also wird es der erstmal tun. Da werden wir nochmal vier nehmen und auf die Überlandbuslinie Sauerlach-Sülzmühle schmeißen. Und dann in Sauerlach anfangen mit ÖPNV. Und da würde ich eigentlich ganz gerne sagen, okay, den ÖPNV Stadtmitte, den lösen wir mit Straßenbahn. Ich werde jetzt die Tage nochmal, wahrscheinlich nicht nächste Folge, sondern in Folge
Wir sind jetzt in Folge 3, in Folge 4, in Folge 5 wird dann wahrscheinlich vielleicht noch ein paar Mods hinzufügen. Ein paar bestimmte Straßenbahnmodelle. So. Problem ist, wir werden jetzt den noch kurz abwarten, den Kollegen. Das wird. Was ist denn hier los? Die Kollegen, die. Die Fahrgäste, die rein möchten, die würde ich am liebsten mit abgreifen mit der Straßenbahn. Überlegen wir mal kurz. Und wenn wir jetzt sagen. Ja, sind die nämlich weg, das habe ich mir nicht fast gedacht. Lassen die Straßenbahn außenrum einmal fahren. Das sollte eigentlich reichen. Wenn ich jetzt sage, ich lasse die hier reinfahren. Und sage ihm halt, pass auf, wir setzen das Depot daneben, also das Depot setzen wir hier hin. Da können wir im Notfall später auch nochmal hier eine Endschleife draus machen. Jetzt lassen wir den nochmal durch, den Kollegen. Genau, jetzt sind die Fahrgäste nämlich weg. So. Das Problem ist, ich möchte gerne. Sind die schon wieder weg, die Fahrgäste? Das kotzt mich manchmal an. Das hat, das hat Trainfever nicht schön gelöst, dass man sagt, man setzt neue Haltestellen und. Oder setzt, fängt an, Straßenbahnschienen zu legen. Und das dann, wenn wir die ganzen Fahrgäste weg sind. Soll in dem Sinne bestimmt darstellen, dass wenn da Baustelle ist, fährt da halt nichts. Sicherung O1. Ach herrje. Dann lassen wir das so. So, der macht schon Plus. Der macht Minus. Und die beiden machen Minus. Okay. So, die erste Haltestelle wird die hier werden. Oh. Dann die. Dann die. So. Das ist Sauerlach, die SL1. Ich will also probieren, den kompletten ÖPNV innerstädtisch straßenbahnmäßig zu lösen. Wird nicht immer klappen, aber schauen wir mal. Hier setzen wir jetzt mal drei Straßenbahn drauf. Dann schauen wir mal. Ganze werden wir jetzt hier unten in Stünzmühle auch machen. Ich sag bestimmt immer Sülzmühle, aber ja. Es ist natürlich Stünzmühle. So, da. Naja, Moment, wir haben ja. Das ist unsere Hauptverkehrsstrecke hier, die hier einmal durchgeht, hier und hier runter.
eigentlich? Wurde eigentlich alles ab. Hey. How to save? Gut. Ja, Stünsmühle ist ein bisschen doof gelegen, also doof geschnitten, sagen wir mal so. Aber das sollten wir hinkriegen. In dem Sinne würde ich das Depot nämlich schon mal hier hinten an die Straße bauen. Damit ist das Depot schon mal komplett aus dem Weg. So, dann nehmen wir die Geschwindigkeit kurz mal raus. Wenn ich jetzt sage, wir fahren hier runter. Möchte ich das denn, ist die Frage. Wenn ich jetzt sage, okay, wir fahren hier runter, hier runter, hier runter, nehmen die Haltestelle mit. Fahren hier hoch. Fahren hier rum. Und fahren hier runter. Hier. Das machen wir so. Da sind zwar die ganzen Fahrgäste wieder weg, aber die kommen wieder. Na, dann will er nicht. Und dann müssen wir uns noch die andere Ecke mal angucken gehen, wo wir zuerst die Waren gemacht haben, die einfache Warenkette. Hier hoch. So. Die Haltestelle nehmen wir mit. Dann nehmen wir wieder eine rein. Dann auf die Hauptverkehrsstraße werden wir hier eine nehmen, dann hier hinten. So. Das ist dann natürlich die Stünsmühle SL1. Der Übersicht halber werde ich immer den Stadtnamen davor setzen, wenn es jetzt um ÖPNV geht. Weil sonst haben wir ja, wie gesagt, die Überlandbuslinie, die sollen ja später wegfallen und durch Züge im besten Fall ersetzt werden. So, das haben wir gemacht. So. Also ich finde das immer noch alles ganz schön laut auf meinen Kopfhörern, aber das kann an meinen Kopfhörern, wie gesagt, liegen. Ach Gott, was ist denn hier los? In Staubing ist ja auch die Hölle los, wie wir sehen. Vor allem an der Haltestelle, da stehen 69 Mann in der Gegend rum. Da werden wir nochmal ein bisschen verstärken, die Linie. Das ist die Überlandbuslinie von Staubing nach Sülzmühle. Stünsmühle, Mensch. Das ist aber genug. Dann ist ja peinlich. So, und damit sind wir auch schon wieder bei 14 Minuten angekommen. Und wir haben uns nicht einmal die andere Warnkette angeguckt. Aber wir sehen. Doch. Hier wird vergrößert, es läuft. Wir schauen uns mal kurz die Güter an, ob hier irgendwer läuft. Das ist für mich immer ganz wichtig. Und was ich noch machen werde ist,
auf die Stahlstrecke noch ein paar LKWs zu setzen. Stahl. Mal noch drei. Ist der LKW Stahlstünzmühle? So, und wir sehen, Stadtmitte ist wieder gut was los. Also beide Überlandbuslinien sind top. Und da habe ich mir überlegt, das werden wir dann in der nicht nächsten Folge, sondern Folge darauf mitmachen, die erste Eisenbahn in Angriff zu nehmen. Die soll von Sauerlach über Stünzbühle nach Straubing verlaufen. Da werden wir dann schön Bahnhof 4 direkt reinsetzen. Können wir ja mal gucken, was wir so haben. Bitte nicht abstürzen, danke. Der sieht da ganz schnucklig aus. Wenn wir den, sagen wir mal, auf 5 Gleise nehmen, 240 Meter. Den drehen wir ein bisschen. Oder wir sagen, wir machen das Ding zum Durchgangsbahnhof. Und schließen hier... Moment, Straubing. Lass uns mal kurz überlegen. Was hast du denn hier? Oh, das ist ja auch interessant. Stahl und Öl. Oh, Stahl habe ich doch da gar nicht in der Nähe. Schade. Hier ist unsere andere Strecke. Guck mal, die läuft. Und so Lentin. Ist gut was los, da könnten wir nochmal über den ÖPNV nachdenken und in Bartal auch. Aber ich würde gerne da eigentlich noch eine dritte Stadt... Ach, guck mal, wen haben wir denn hier? Gröbitz. Und hier ist noch eine Zementfabrik. Gröbitz. Wie machen wir das? Aha, hier ist noch eine Getreidemühle. Da ist Kohle. Und hier ist die nächste Stadt. Ratsweiler. Jo. Okay, passt auf, wir werden jetzt Gröbitz, genau. Noch einen Überlandbus verpassen. Der nach Barweiler fährt. Barweiler? Wir gucken nochmal. Nee, Barretal. Wie komme ich denn jetzt auf Barweiler? Na, ist egal. Die nach Barretal rüberfährt. Dann schauen wir mal. So. Den Kollegen lassen wir aber allerdings hier vorne wenden. Der kriegt dann lieber für den hinteren Teil einen ÖPNV. Das werden wir so machen. Und dann haben wir... ihm ein Depot. Ich brauche eins im hinteren Teil am besten. Na, hier. Wissen Sie, zwar immer quertische Stadt für den Überlandbus, aber das macht ja nichts. So. Der Überland nach Barretal. Brauche hier drüben noch ein paar. Noch ein paar Haltestellen. Reicht uns das? Die gehen hier noch und dann reicht uns das. So. Wir fahren hier lang, wir fahren hier lang. So, und jetzt? Was hat er denn jetzt gemacht? Oh! Schön, da kriegen wir schon mal eine neue Straßenbahn, sehr gut. Gut, dann machen wir das so, wie er uns das hier vorschlägt. So, die 5 nehmen wir nochmal weg. So.
Und wenn wir die Linie jetzt noch fertigstellen, in Betrieb nehmen und dann ist auch schon die dritte Folge wieder um. Es geht so schnell, Menschenskinder. So, das ist der Überlandbus. Doch, ÜLB habe ich groß geschrieben, ne? Schauen wir nochmal. Der Überlandbus. Das müsste der hier sein, ne? Was fährt denn hier für ein Bus? Der hier, oder? Ja, genau, der ist es. So, der Überlandbus fährt von GZ für Gröbritz, oh, Z klein, nach BT für Barretal. Barretal natürlich, BT. Sehr schön. Dann stellen wir jetzt kurz auf Pause. Sagen ihm von hier. 1, 2, 3, 4. 4. Und sagen, ich hoffe, er macht das hier genauso. 1, 2, 3, 4. So, du bist der da und der da. So, damit haben wir dies auch erledigt. In der nächsten Folge werden wir uns dann unseren ersten Personenzug angucken. Wo kommst denn du her? Du hast da Zement. Du verarbeitest Zement. Und ich habe auch unsere nächste Güterlinie gesehen. Da oben. Diese Fabrik wird Katzburg und Briederler Heck. Da könnten wir doch. Nee. Sauerlach binden wir an die Autofabrik mit an. Aber das besprechen wir alles in der nächsten Folge. Hier ist gut was los auf jeden Fall. Hier lohnt sich demnächst wirklich zu sagen, okay, wir bauen aus und die ersten Zuglinien. Und zwar hier drüben. Staubing und Stünzmühle. Die beiden werden die erste Eisenbahn bekommen. Und passend dazu das Krokodil. Geil. Ja, aber dazu, wie gesagt, in der nächsten Folge mehr und wenn euch es gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen und einen Kommentar da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Train Fever am morgigen Tag.